Egal. Es ist halt kein Let's Player perfekt hier. So, machen wir es halt nochmal hier. Ein bisschen zügiger hier. Aus dem Weg jetzt hier. Weggebämsert. Genau, schön umgangen. Jetzt mal ein bisschen schneller. Aber nicht unvorsichtiger. Ja, das geht meistens immer nach hinten los. Wenn man jetzt... Ah ja, jetzt mache ich mal richtig schnell hier und dann steht man da. So, jetzt kommen aber fix hier. Genau, klatsch, klatsch. Weg hier, alles weg. Zack. Alles, was kein Gallier ist, wird jetzt umgeklatscht. Außer natürlich die Ägypter. So gnädig bin ich doch mal. Ja, sehr schön, Asix. Diesmal habe ich es hingekriegt. Im zweiten Anlauf. Ich glaube, hier kommt wieder eine Töle oder was, oder? Ne, nicht in den Blöcken. Da hauen wir nämlich die Blöcke kaputt, anstatt die Legionäre. Dann haben wir wieder einen Treffer. Jetzt aus dem Weg hier. Komm, ran hier. Alle weghauen. So muss das sein. Wir nehmen jetzt hier die Römerlager auseinander. Komm, ran, nicht hier stehen. Zack, weg hier. Alles wird weggeputzt. Ja, diesmal kriegt die Töle auch einen drauf. Was soll das denn? Rotzefrech, das Vieh. So, wir warten. Ja. Ah, der hat, genau, der hätte uns fast da reingehauen. Ja, wenn wir getroffen werden, fliegen wir ein Stückchen zurück. Nicht so ganz pralle. Verdammt, komm. Ah, zwei auf einmal ist nicht gut. Aber wir haben noch einen Fisch gekriegt, egal. So, den nehmen wir auch mit. Punkte, Punkte. So, gleich kommt wieder diese schöne Stelle. Ne, noch nicht. Den hauen wir weg, ey. Die regen mich so auf die Blöden. Komm, zack. Und jetzt hier. Bam. Direkt weggebutzt. Sehr schön. Ja, hier gehen wir nochmal hoch. Diesmal machen wir es aber auch schlauer. Wir springen auch, denke ich mal, drüber, wenn die hier, ja, so sind. Na, okay, wir wurden getroffen. Egal. Egal. Und wir nehmen uns jetzt gleich mal den Zaubertrank mit. Ah, das war doof. Natürlich war das doof. So. Gucken wir mal eben hier. Komm, egal. Jetzt rennen wir noch durch. Genau, damit wir den Decurio noch wegzimmern. Genau, zack. Ah, ihn auch. Ach, ja, klar, weißt du. Ey, boah, wie unfair. Das ist richtig mies, wenn man da immer mittendrin steht. So, jetzt sind wir schon wieder halb tot. Ich glaube, hier gab es auch wieder eine Töle oder so. Müssen wir gleich mal aufpassen. Ich glaube nicht, dass ein Ägypter hier... Oh, hier, ja, perfekt. Ein Ägypter hier mit rumrennt. So, weg mit dir. Das schaffen wir. Ich hoffe, wir sind gleich durch. Komm, weg! Genau. Bloß nicht treffen lassen. Ich glaube, hier sind wir vorhin kaputt gegangen. Und ich wette, das war wieder richtig nah vom Ziel. Ah, verdammt nochmal! Da meinte ich, diese dämlichen Blöcke. Okay, nicht Pause. Ja gut, dann halten wir uns halt hier etwas länger auf. Ist halt so schön hier in der Wüste. Ist halt so schön. So, jetzt aber. Wie gesagt, auf schwer ist jeder Treffer. Jeder Treffer verhängnisvoll, so wie der jetzt gerade wieder. Aber hier am Anfang kriegt man ja noch ein paar Fische. Das geht ja noch. Nur im Römerlager etc. darf ich mich nicht wieder so bräsig anstellen. So, zack. Zwei, drei Treffer und man ist schon wieder weg. Genau, zack, zack, weg. Hier ist schon wieder ein Sternchen. Komm, dich nehmen wir mit, weil es so schön ist. Ah! Ey, komm, das schaffen wir. Sehr schön. Es dürfte auch hier wieder Heilung drin sein. Nö, doch nicht. Hö, wo war das denn? Ach nee, das lag ja hier. Der nächste Fisch war, glaube ich, in so einem Block. Ja, das ist fies, wenn die genau neben solchen Blöcken sind. Dann haut Asterix gerne mal auf den Block, bevor er den Legionär haut. Ja, und dann wird man getroffen. Was mache ich denn hier? So. Konzentration. Ah, ich finde natürlich, dass wir nur ein paar Mal spielen, weil die Musik so gut ist. Ist ja klar, ne? Komm ran. Hier wird alles und jeder mitgenommen. Ach, die blöde Töle. Direkt mitgeschellt. So, jetzt passen wir wieder auf hier. So, komm. Klatsch. Den hauen wir natürlich. Aber dass der Dekur genauso viele Punkte gibt wie der normale Legionär. Immer ein bisschen schade. So, weg. Genau, zack. Zack, nochmal an Fisch. Jetzt sind wir auch fast voll geheilt. Jetzt keinen Blödsinn machen hier. Na, auf die aufpassen. Ne, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Komm. Batz. Genau, weg mit dir. Ihn auch. Solange keine Schluchten sind, ist ja alles okay. Den Fisch will ich haben. Diesmal schaffe ich's. Hoffe ich. Komm. Sehr schön. Mein Gott, das klappt doch. Jetzt nicht wieder da runterfallen lassen, so blöd. No. Jetzt. Ah! Scheiße. Komm. Die Pulle Zaubertrank. Zack. Genau, hauen wir ihn eben weg hier. Weg, weg. Alle weg hier. Jetzt rennen.
Ich hoffe, wir schaffen es noch. Ein bisschen viel Zeit gelassen. Genau, ihn haben wir noch weggehauen, das war wichtig. Jetzt kommen wir erstmal weiter. Und wieder aufpassen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ah, diese verdammte Töle, ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Von am Ausrasten hier. So, das machen wir so. Zack. Kommt ja schon ziemlich weit wieder. Na, auf jeden Fall die dämlichen... ne, die kommen zu zweit. Da ist die Gefahr zu groß, dass ich getroffen werde. So, jetzt aber... da lasse ich mich vom Speer treffen. Ich bin noch ein Ochsen. So, erstmal hier oben. So, das nehmen wir mit. Jetzt geht's hier erstmal rüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, hier kommt kein Hund. Ne, aber so ein Speerfuzzi. Egal, wir gehen mal einfach weiter. Ne, den Stern will ich jetzt doch haben. So, aber nicht hier. Ich glaube, wir haben richtig gut eingesammelt. Oh Gott. Der hat mich sogar getroffen. So, oh mein Gott. Da oben komme ich gar nicht dran. Doch, hier. Ah, noch nicht mal irgendwie Heilung. Ah, wir haben es aber geschafft. Wow. Ist richtig knapp, wieder richtig knapp. No. Sehr schön. Und wieder ein Bonuslevel. So muss das doch sein. Dun, 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 dun. Erstmal schön sammeln. Bevor wir hier irgendwas kaputt kloppen. Ah, genau. Fisch. Ich wollte mich eigentlich wieder im nächsten Level sterben lassen, aber jetzt, wenn wir hier wieder einiges kriegen, ja, dann brauche ich es ja nicht. So, komm. So, jetzt schön auf den Stein. Und weiter, genau. Jetzt gucken wir uns erstmal hier oben um. Dass wir da später nicht mehr drankommen. Nö. Okay. Genau. Zack, zack. Bitte nochmal einen Fisch. Nö, irgendwie noch nicht. Wir haben auch noch ordentlich Zeit. Passt das doch. Nicht da reinfallen. Der rutscht aber auch immer fies mit hier. Muss ich ja doch schon sagen. Genau. Schön sammeln. Hier ist Fisch. Sehr schön. Komm, kloppen. Sehr schön. Bin ja doch ein bisschen stolz auf dich, Asterix. Komm, die 8 Sekunden, das kriegen wir noch voll hier. Oh, Leben. Und weg. Perfekt. Alles eingesammelt. Und ich glaube, Ägypten war sogar das vorletzte Land, sag ich mal. Ich glaube, danach kam nur noch Spanien. Das war, oh, da gab es auch noch was richtig... Hä? Ach so, jetzt müssen wir hier die Römer kaputt... Oh, 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 das ist aber richtig mies hier mit den Steinen. Die kann man doch gar nicht ausweichen schnell genug. Egal, wir gucken einfach mal. Ey! Okay, wir kriegen hier auf jeden Fall noch... Oh, ey, wie soll man das denn machen? Wow, richtig mieses Level. Mieses Level. Ja, ich glaube, wir müssen die Belagerung jetzt von... Miau, von beiden Seiten zerstören. So, jetzt kommen wir erstmal ran hier. Kein Fisch, verdammt nochmal. Wir rennen jetzt... Ach ja, wie soll ich denn da ausweichen hier, ey? Ja, da ist auf jeden Fall ein Fisch da oben. Okay, hier sind, kommen keine Steine mehr. Aber wir müssen, glaube ich, auch nochmal auf die andere Seite. Oh Gott, richtig mies. Ausweichen. No, gucken wir erstmal... Noch hier geht's nämlich noch weiter. No. Erstmal ihn kaputt machen. Nee, mehr kommt ja auch nicht. Jetzt nehmen wir mal selber hier das Taxi. Nee, wir wollen nochmal zum Fisch. Da gehen wir auf das erste Katapult. No. Ich denke mal, ich werde es sowieso nicht schaffen. Wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal wieder hochrennen. Und dann die andere Seite runter. Da kommt ja wieder dieser nervige Beschuss. Und diese Ägypter hören auch nicht auf, hier so lange hier drauf rumzukraxeln. Ah, oder zu hämmern. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Weil ich glaube, hier Fisch ist wirklich rar gesät hier. Vielleicht hier. Komm. Ja, perfekt. Komm her. Ah, wir können auch nicht die Ebene wechseln. Ja, das ist ja wieder mies hier. Eieieiei. Komm. Ach, verdammt nochmal. Ich dachte, wir haben es hier. Wow. Ach Mann, ey, das. Diese verdammten Steine. Okay, okay, okay. Jetzt wird's wieder fies. Okay. So, durch. Ach ja, wie soll ich dem denn ausweichen, verdammt nochmal? Oh, hier kommt ein Ägypter. Ey. Kommt sogar noch ein Ägypter angerannt. Wahrscheinlich auch gleich noch eine blöde Töle. Okay, hier müssen wir aufpassen. So, Nummer 1 ist weg. Wie gesagt, ich will das einfach nur Geht's hier noch weiter mit dem Beschuss? Yo. Boah. Nee, da, ey, was ist das denn? Das ist fies.
Okay, das muss er halt nochmal machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber den Stein, den kann man echt schwer ausweichen. Da muss ich echt schon Glück haben. Wir haben auch genügend Zeit, dass er wenigstens was Gutes. So, müssen wir da oben lang? Keine Ahnung. Naja, was auch immer. Behalten wir uns den Fisch mal da oben als Reserve. Na, och, ey, hallo. Diese blöden Steinbrückchen hier immer. Man kann auch überhaupt nicht ausweichen, das ist viel zu schnell. So, jetzt rennen wir auch direkt weiter. Wir machen erstmal die Belagerung kaputt, bevor wir hier da in die Ecken rennen. Genau, das ist ja kein Problem mehr nach rechts, aber das nach links nochmal so eine, ja, so eine kleine Ruine da kommt, so eine Baustelle. Das ist halt auch ein bisschen fies. Komm, genau, der muss kaputt gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch schon das letzte Level hier. Genau, dann sammeln wir uns erstmal die Münzen ein und jetzt nochmal den Fisch. Dann sind wir schon mal voll geheilt. Den einen Fisch oben, den lasse ich mir auch noch. Dann sind wir, glaube ich, an der Mitte wieder richtig voll geheilt. Das ist, ja, richtig gut. So, hier aufpassen. Ja, da war nur eine popelige Münze drin. Aber 30 Leben, ey, das ist richtig awesome. Okay. Da, 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 da. Wo war der blöde Fisch? Ich glaube, hier oben. Genau, hier. Zack, sehr schön. Voll geheilt und jetzt haben wir schon die Hälfte quasi fertig. Jetzt müssen wir nur wieder auf den Steinschlag aufpassen. Ich bestimmt gleich wieder richtig einen auf den Deckel. Ja, gehen wir direkt schon hier runter. Wir sind voll geheilt. Boah, der kommt aber richtig weit. Okay, einmal... Ah, nee. Wo kommt er? Da, 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 da. Genau. Oh, ey. Richtig fies. Hallo. So. Jetzt muss ich hier noch gut durchkommen. Naja, so. Jetzt einfach rennen. Wow. Hier drüber. Da ist noch ein... Ah! Aufpassen, genau. Aufpassen, aufpassen. Ich glaube, wir holen uns gleich eben das Leben. Warum auch nicht, wenn wir schon den ganzen Krempel machen müssen? Vielleicht ist da oben auch noch Heilung? Nee. Hier müssen wir aber wieder aufpassen. Genau, auf ihn hier. Auf den kleinen Flitzer. Ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht nochmal. Nee. Okay, das Katapult ist erstmal schon außer Gefecht gesetzt. Ach nein, warum renne ich denn immer so schnell? Das wird jetzt nochmal schwer hier. Ach ja. Okay, perfekt. Okay, wir gucken erstmal. Bevor wir jetzt hier alles kaputt säbeln. Das ist das letzte Katapult, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da getroffen werden. Nee. Hier ist nämlich noch was. Yeah, richtig worth. So. Ja, das machen wir jetzt auch noch schön alles kaputt. Und dann kloppen wir dem einen da eine ordentlich drin. So, der kriegt auch direkt hier die Breitseite und da seht ihr schon. Ja, da wollte ich jetzt nochmal drauf, aber leider nicht. Und wir haben es geschafft. Bei Osiris, ich verdanke dir mein Leben. Nimm zum Dank diese goldene Pyramide. Richtig nice. Und jetzt kommt gleich das letzte Level. Hispania. Ja, das letzte Level Spanien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Asterix und Obelix, dann seid ihr auch im nächsten Part wieder mit dabei. Ich bin euer Ed Benjamin. Bis dann, meine Freunde.